Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Ich hatte einen sehr harten Tag heute. Die Zeit ist mir davongelaufen. Ich musste viele Feuerstellen löschen. Ich bin erst spät nach Hause gekommen, noch rechtzeitig zum Nachtessen glücklicherweise. Das ist jetzt vorbei und ich sitze in meinem Garten und ich weiß, ich muss noch mein Video aufnehmen. Sie werden das Problem haben, Sie wissen, Sie müssen auch Aktien auswählen. Auch Sie werden Tage haben, an denen alles rund läuft und alles drüber und drunter läuft. Und dann ist es gut, wenn man weiß, dass man Aktien auch auswählen kann mit relativ wenig Aufwand. Ich bin auf die neue Top 10 gegangen, habe gesehen, es ist zurzeit über Kanada und Irland. Ich will in Europa investieren, das ist die Strategie, die ich mir gewählt habe. Man kann auch andere Strategien wählen. Ich will jetzt Aktien in Europa und habe mir also die irischen Aktien angeschaut. Ich habe nichts Besonderes gefunden, das mich interessiert, weil die meisten Unternehmen sind klein. Außer hier im Bereich Baustoffe, CRH, ist eine XXL-Firma. Also diese Firma hier, die ist relativ groß. Aber wie gesagt, Baustoffe interessiert mich nicht, auch ein sehr, sehr tiefes Safety-Rating. Ich habe nichts Besonderes gefunden in Irland, bin also nochmals zurückgegangen und habe gesagt, was ist denn in den Fokusmärkten los? Und heute sind die Fokusmärkte gesunde Anreize dran. Gesunde Anreize, das sind Unternehmen, bei denen die Anreizstruktur für die Führungskräfte stimmt. Das ist zum Beispiel nicht der Fall bei einem partnergeführten Unternehmen. Dort muss sich der Partner entscheiden, wie viel vom Gewinn will er auszahlen an die Aktionäre und wie viel will er für sich behalten. Zum Beispiel bei Investmentbanken ist das der Fall. Dort stimmt das Anreizsystem nicht. Diese Firmen sind ausgeschlossen und alles, was Sie hier sehen unter gesunde Anreize, sind Firmen in Branchen, in Industrien, wo die Anreizstruktur stimmt. Ich habe das angeschaut, das ist Südeuropa und Osteuropa. Habe gesehen, Polen, Spanien, Portugal, interessante Länder, alles große Firmen. Aber die Themen haben mich nicht so interessiert, weil ich sie bereits in meinem Portfolio habe. Ich bin dann auf Amadeus aufmerksam geworden, ganz unten, Datenverarbeitung und Outsourcing. Und das hat mich interessiert, habe mich das genauer angeschaut. Die Ränge sind alle sehr grün, außer dem Sicherheitsrang. Übrigens auch eine Klimaschutzaktie, auch ein gutes, auch eine gute Auszeichnung für mich zum Investieren. Ich schaue die Ränge an. Hohe Sicherheit ist das Einzige, was mir auffällt, was schlecht ist. Hier Kurs Buchwert. Buchwerte sind nicht so wichtig für IT-Unternehmen, also wenn sie im Servicebereich sind, denke ich, von dem her sind die anderen Größen wichtiger. Die Aktienrendite ist rot, das ist aber gar kein Problem, denn wir wollen ja Aktien kaufen, die günstig sind, die also in der Vergangenheit eher gefallen sind. Ich sehe hier hohe Liquidität, ist gegeben, einfach die Verschuldung ist noch relativ hoch bei diesem Unternehmen. Das liegt aber vermutlich auch an Spanien, die kommen einfach aus einer schwierigen Lage heraus. Ich habe dann beschlossen, dieses Unternehmen etwas zu googeln. Was habe ich gefunden bei der Google-Suche? Es gibt Upgrades und Downgrades. Da der erste, oder den Sie hier sehen, der erste Eintrag, ich habe mir das dann genau angeschaut. Das ist alles schon sehr alt, das ist ein Jahr alt. Da wurde zuerst gesagt, verkauft es, neutral, underweight und in letzter Zeit dann aber kauft es. Ein weiteres Resultat, das ich gefunden habe, das viel, viel neuer ist, ist, dass Amadeus gute erste Quartalsresultate gebracht haben. Und ich finde persönlich, ich habe ein gutes Gefühl für Spanien. Die Webseite sieht man hier auch noch. Was machen denn die überhaupt? Die Amadeus, die machen IT-Dienstleistungen für Reisekunden, also Kunden, die Reise gehen, für die Reiseindustrie. Und das finde ich nach einem sehr stressigen Tag eigentlich ganz sympathisch. Ein IT-Unternehmen in Spanien finde ich vernünftig, weil die Leute sind sehr gut ausgebildet in Spanien. Und von dem her denke ich, dass man dort ein gutes operatives Zentrum haben kann, bei aber gleichzeitig sehr günstigen Kosten. Das Unternehmen überzeugt mich und ich habe ein bisschen Sehnsucht nach Ferien sowieso. Ich habe mich entschlossen, Amadeus zu kaufen. Das ist der Kauf heute für mein Portfolio. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass auch nach einem sehr harten Arbeitstag genügend Zeit ist, um sich eine Viertelstunde hinzusetzen und zu entscheiden, welche Aktie jetzt in Ihr Portfolio kommen könnte. Ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg beim eigenen Investieren. Auf Wiedersehen.